Hallo und herzlich willkommen von der Spielwarenmesse Nürnberg. Wir von CFIX wollen euch mal ein paar Sachen zeigen, vornehmlich Neuigkeiten, aber auch vielleicht ein paar Produkte, die ihr schon kennt. Die ersten zwei Sachen, die ich hier stehen habe, sind Agilis und Avila. Zwei Hängegleiter, gesteuert gewichtsverlagernd. Agilis ist jetzt seit ein paar Monaten schon auf dem Markt, für die Graupner Vektorline entwickelt. Ein sehr robustes Modell. Wird wie gesagt gewichtsverlagernd gesteuert, fliegt mit der Vektor Unit Extreme, sehr schön, kann man sogar bei Wind fliegen, am Hang geht's auch, wir sind auf der Düne in Helgoland geflogen und es macht einfach nur Spaß. Die große Schwester ist die Avila, ist im Prinzip anderthalb mal so groß, sieht im Prinzip gleich aus, ist aber ein bisschen mehr. Wir haben die gleiche gewichtsverlagernde Steuerung, links, rechts, aber auch vor und zurück, sodass wir schneller und langsamer fliegen können. Zudem kann man das Fernsteuersystem einbauen, was man selber fliegt. Graupner, Multiplex, Yeti, was auch immer. Man ist völlig frei, man braucht nur einen Delta-Mischer und alles funktioniert wunderbar. Machen riesig Spaß, die zwei kleinen Flieger, und ja, sind günstig, Spaß haben. Das ist das Motto. Weitere Neuigkeit aus unserem Hause ist der Wilco 1.3. Ein kleiner Drachen, der eigentlich ein Nurflügler ist. Er sieht wie ein Drachen aus, fliegt sich aber wie ein Nurflügler. Wir haben verschiedene Optionen. Wir können mit und ohne Winglets fliegen. Wir können das Leitwerk abmachen, sodass er mehr nach Drachen aussieht. Es sind mega coole Figuren damit möglich. Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt. Hangflug, ein bisschen Thermik sogar. Aber auch crazy stuff wie Rückenflachtrudeln, wie ja, Tumbling. So, also mega krasse Sachen. Geflogen wird er mit 3S 800 bis 3S 2200 mA. Einfach Spaß haben. Das Ding ist jetzt schon erhältlich und zudem haben wir das nächste Modell, der Wilco 1.8, den Bettina mir jetzt gerade hier reinbringt. Man sieht den Unterschied zwischen beiden Modellen in der Größe, 1,30 Meter zu 1,80 Meter Spannweite. Das hier ist ein Prototyp, der erste Prototyp, noch nicht mal geflogen, ganz frisch auf der Messe, aber wir haben Großes vor. Das soll noch viel geiler werden, was das Gleiten angeht, für Hangflug, für Thermik und so weiter und so fort. Ein kleines Highlight in dem Modell ist die Klappluftschraube. Kann man hier schön demonstrieren. Wir haben ja die Abspannung im Weg, aber die Luftschraube klappt sich um die Abspannung herum auf. Das wird mit, einer trickreichen Platte gemacht vor dem Motorspand und ja, es funktioniert einwandfrei und wir haben richtig Spaß mit dem Modell. Ja, auch im Gleitschirmbereich bieten wir eine breite Produktpalette. Angefangen vom kleinsten Gleitschirm, dem Picus, bis zu unserem Crossalps. Der Picus ist der kleinste RC-Gleitschirm am Markt. Entwickelt für die Graupner Vektorline und zusammen mit der Graupner MZ4 ein perfektes Modell für Indoor oder ja, abends bei Windstille. Wir haben es geschafft, den Schirm wirklich komplett mit Sender und allem drum und dran, Akku, Ladegerät und alles, was dazu gehört, für 149 Euro anzubieten. Ein super kleines Gerät, macht richtig Spaß, auch wenn ich mich immer wieder wiederhole, Spaß steht bei uns im Vordergrund. Das ist der Picus. Der Loop ist sehr bekannt, seit mehreren Jahren auch im Programm und so mal ein bisschen drüber. 1 Meter Spannweite, 0,25 Quadratmeter Fläche. Ein schöner kleiner Akkuschirm. Ja, nach wie vor ein Renner, macht richtig Spaß das Ding. Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Was vielleicht sehr interessant ist, ist unser Allrounder, der Swift. 2 Meter Spannweite, 0,8 Quadratmeter. Wir haben beim Swift eine Flugzeit von 45 Minuten mit einem 3S 2400 mAh Akku. Da kommt so schnell keiner dran. Gleichzeitig haben wir eine extremste Performance. Wenn wir richtig Gas geben, dann können wir den rumlassen ohne Ende. Das ist einfach nur super für jeden, der in den Gleitschirmsport reinschnuppern möchte oder auch für alle anderen, die ein bisschen rumheizen wollen, die einen agilen Schirm suchen. Ich glaube, das ist der agilste Single-Skin am Markt. Ja, super kleines Teil. Machen wir weiter. Ja, am oberen Ende unserer Produktpalette befindet sich der Skyman Crossalps. Der erste Schirm, den wir in Zusammenarbeit mit der Firma Skyman entwickelt haben. Ein Hybrid-Hochleister mit etwa 4,20 Meter Spannweite und 2,8 Quadratmeter Fläche. Ein sehr leichter Schirm. Wir setzen das Original D10-Tuch ein, was die Firma Skyman auch einsetzt.
Der Flügel ist der Wahnsinn. Wir haben super schöne Gleitleistungen. Der ist super einfach zu starten. Perfekt. Das ist der Hammer, das Teil. Probiert es einfach aus. Einfach schön. Ja, das nächste Produkt, was ich euch gerne vorstellen will, und jetzt kommt eine Neuheit, ein Prototyp, ist der Sir Edmund. Hier ist er. In etwa 2,5 Quadratmeter Fläche. Auch ein Skyman-Schirm. Wieder das D10-Material. Ich glaube, einen einfacheren Schirm habe ich noch nie aufgezogen. In der Luft auch ausgewogen. Keine schlechte Eigenschaft. Er ist wirklich der helle Wahnsinn. Gerade für Einsteiger, auch im großen Bereich. Richtig geiler Flügel. Macht Spaß. Leute, schaut euch das an. Ihr werdet begeistert sein. Zeige ich euch die Prototypen unserer Pilotenpuppen. Der hier ist im Maßstab 1 zu 3,5 gehalten. Ein super cooles neues Konzept. Wenn ich euch den mal ausziehe, dann seht ihr die Neuigkeiten. Tada! Hier können wir den Flugakku reintun, den Empfänger, Telemetrie, was auch immer euch einfällt, können wir jetzt in den Piloten unterbringen. Wir brauchen nicht mehr unbedingt ein Gurtzeug. Das werden wir natürlich zusätzlich noch anbieten. Aber wir können auch eine Scale-Variante fliegen, wo der Kopfkäfig direkt am Pilot dran ist. Der Pilot wird am Propellerkäfig und am Gurtzeug festgeschraubt. Wir haben keine Wackelei mehr in dem Flieger. Wir haben ein komplett präzises Steuergefühl dann hinterher. Und das Coolste an dem ganzen Teil sind Wechselköpfe. Wer ohne Helm fliegen will oder mit einem halben Helm oder mit Vollhelm, kein Problem. Was immer uns einfällt, was immer euch einfällt, ihr könnt ja noch Vorschläge bringen oder sowas. Sucht euch aus, fliegt mit eurem Helm oder macht euch einen eigenen Helm für den Piloten ohne Helm. Alles kein Problem. Wie gesagt, das Ding ist jetzt im Maßstab 1 zu 3,5 gehalten. Es werden aber verschiedene andere Größen auch kommen. Beispielsweise 1 zu 4,6. Eine ganz normale, eine ganz gängige Größe im Moment. Auch hier, gleiche System. Wir haben Platz innen drin. Die Piloten werden aus einem Material sein, was annähernd unzerstörbar ist. Wir können es wirklich auf den Tisch knallen, das ist flexibel, das gibt nach. Wir haben kein Problem damit, dass irgendwie Schrauben ausreißen oder sowas. Und ja, wir glauben, und vor allen Dingen, ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Die sind leicht, weil die halt hohl sind. Wie ihr seht an unseren Skyman-Schirm, wir stehen auf Leichtbau, auch im Gleitschirmbereich. Und das wollen wir beibehalten. Und ja, ich denke, das wird der nächste große Schritt und dann haben wir ein komplettes Vollsortiment in Sachen Gleitschirmen und da freuen wir uns drauf.